Hallo und willkommen zurück zu einer neuen, wahnsinnigen, markerschütternden Episode von Let's Play. Hallo? Dingenskirchen Mario Galaxy 2. Genau! Ach ja. Wollte ich das nicht eigentlich schon am Ende des letzten Videos gemacht haben, den ihr mal ordentlich durchfüttern, oder habe ich das nicht gespeichert? Ich glaube, das hat nicht gespeichert. Stimmt, ich habe den noch gefüttert und dann hat es nicht gespeichert. So super, toll. Jetzt darf ich das zweite Mal hier ordentlich Zeug in den Rachen reinschieben. Hier, stick dran. Kriegst du doch nicht auch Hunger, wenn du das hier siehst mit diesen köstlichen Süßigkeiten, die ich hier in seinen Magen reinstopfe? Nee, ich bin zu voll. Ich habe vorhin noch gegessen. Was, du bist zu feucht? Nein, zu ich meine, voll. Wärst du eine Steffi, würde ich das ja gern hören, aber... Noch nicht bei dir. Da will ich. Ja, warum das habe ich das letzte Mal schon gemacht, aber das hat er nicht gespeichert. So ein Dreck. Hätte ich die Aufnahme jetzt auch hier erst starten können. Egal, ich kann es hier rausschneiden. Hallo und nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Oh mein Gott! Nein! 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 Oh! Das ist die Ja, ich bin auch noch da, hallo Leute. Ja, ja. Was? Oh Gott, nein! Nein! Oh Gott, nein! Genau! Aha! Kennst du es auch noch? Ich erinnere mich. Ja. Ja. Oh. Ah, Scheiße. Nein. Oh Gott. Es hörte mit Fail auf und fängt wieder mit Fail an. Denn heute ist Fail-Tag. Nein, eigentlich ist heute der Männertag. Und das meine ich sogar im Ernst. Ja, das hatten wir schon. Das kennen wir. Ich will fliegen. I believe I can fly. I believe I can canapa. I can touch the lava. With my little Heizstab. So. Jetzt... heißt es runter. Ich hab hier sowas von. Ich hab die Dinger hier zuerst nie gesehen. Also die Türen, wo man durchfliegen sollte. So, oh Gott, wie war das? Ja, hier besonders das vierte, glaube ich. Das hab Was? Ich nie gesehen. Was? Oh, no, no, oh, no, no. Oh, ja, ja, das vierte, das hab ich nie gesehen. Konzentriere dich, flieg vernünftig. Mein Gott, flieg dahinter. Und nein, schon oh war er tot. So schnell geht das. So schnell verlieren wir Leben. Dann lass ich knapp aus. Dann war es sogar zu knapp. Was? Naja, ich krieg ja immer nur teilweise was mit. Das Ach so, ja, 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 ist ja nicht. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht. Mein Gott, gehst du da mal runter? Dann. Hier fliege ich zum Mond, wo ich mit Mr. Käsefuß eine Nacht verbringen darf. Ah, oh, der Käsefuß schmeckt nach Leberkäse. So, und jetzt. Oh Gott, wie war das hier noch gleich? Da war, glaube ich, unter so einem Wump noch ein Tor. Mein Gott, Steuerung, hallo? Runter? Oh, noch nicht da lang. Ich komme hier gerade irgendwie mit der Steuerung nicht so ganz zurecht gerade. Ich weiß nicht, vielleicht sitze ich auch kann verkehrt. Kann ich dir keinen Vorwurf machen. Ich finde die eigentlich nicht schlecht, aber... jetzt habe ich das Tor verfehlt. Oh, ich drehe dich. Ich schmeiß dich gleich gerade den Fischen zum Tanzen vor. Oh, ich hab das Tor noch erwischt, oder? Schön wär's jedenfalls. Oh Gott, das ja, fällt kompilisch. Nein, runter! Nein, nicht so weit runter! Okay. Ja, weiter. Nicht so weit! Mein Gott, ich komm da nicht rüber! Wir sinken! Alali! Wir stürzen ab! Flieg! Flieg! Du bist frei! Flieg doch! Das ist so unnatürlich! Das geht doch nicht! So weit! So, jetzt haben wir Zeit für Optimierung. Jetzt haben wir Zeit für Optimierung. Ich dreh doch nicht in die Richtung. Was? Oh Gott! Ich hab diesen ganzen. Jetzt komm ich mit der Steuerung klar. Teil mit Optimierung. Ja! Ich dachte, ich komme jetzt mit der Steuerung klar, aber ich komme nicht mit der Steuerung klar. Dreh dich! Ich komm da nicht rum! Ich komm da nicht rum! Das geht zu! Warum geht das zu? Ich wusste nicht, dass es zugeht! Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu. Oh. Mein Gott. Du hast irgendwas falsch gemacht, dass das Ding zugeht. So. Ja, ich war zu langsam, weil der zu langsam war. Der war zu langsam untenrum. Und obenrum geht nicht, weil der untenrum ist. Und wenn er untenrum ist, dann ist schlecht, weil dann kann man nicht so gut mehr sinken. Und wenn man nicht mehr so gut sinken kann, dann kann man nicht mehr so gut dingsen. Und wenn man nicht gut dingsen kann, dann kommt man da durchs Leben nicht weiter. Und... Ja, sehr gut. Sehr gut. Geht hier gefälligst hoch? Geht hier hoch? Hoch, jawohl. Und dadurch. So, gut.
war ich noch lange nicht mehr. So, da, jetzt nicht. Ja, ja, nein, ja, ja. Okay, da runter. Komm, sing schön, sing. Sing wie ein Vogel am Feuerzeug fliegt und dabei die Federn einer Putzfrau übermacht. Wo ist? Da ist es, da ist sie. Frau, ja, komm, und, das Ziel, das Ziel, das Ziel. Ja! Boah. Ich glaube, jetzt muss ich das erstmal wissen. Moment, bist du letztens gestorben. Was? Von der Zeit her, da wo du da warst, bist du erst gestorben. Das glaube ich, damit er, jetzt hat er nämlich Kopfschmerzen, so oft wie er irgendwie irgendwo gegengeflogen ist. Ja, nimm dies. Wir danken hier. Ja, und ich danke, dass es vorbei ist. Vorerst. Aber da gibt's noch einen Kometen. Da gibt hier noch... Nein, ja, es gibt keinen ein Kometen. Nein, es gibt noch eine Herausforderung hier. Kein Kometen, aber eine Herausforderung. Oh. Eigentlich nur noch schlimmer. Schlimmer. Ja. Das werde ich ziemlich schnibbeln müssen. Also, ja. Rechnen wir hier mal 5 Minuten. Jetzt noch etwa 10 Minuten oder ein bisschen weniger für anderen Content. Den hier nämlich in der Schlingersandgalaxie, an der Pyramide. Da werde ich jetzt mal die Stoppuhr mal stellen, ne? Ja, stoppen die Stelluhr. Ich glaube, da, ja, war das hier... Ja. War das hier der Bossfight, wo ich beim letzten Mal sage, den schaff ich. Zwar beim jetzt, wo ich es nicht brauche, mit nur einmal getroffen zu werden, aber jetzt doch nicht, wo ich es bräuchte. Yay! Der Sand-Olm lässt nicht locker. Olm. Ja, das ist er. Oh, scheiße. Alexandra Klavs, ja sicher. Alexander Klavs. Ich glaube in Episode 16 war es 16, die habe ich heute hochgeladen. Ja, das ist ein bisschen länger her, wenn ihr das hier guckt. Scheiße. Große Grütze. Halleluja. Leck mir die Wurst. Ich muss jetzt skillen, weil ich gerade versagte. Weil der Hals wund ist. Weil Würste drin waren im Hals. So, hier gehen wir uns direkt die Feuerblume holen und stellen uns wie beim letzten Mal auf eine erhobene Position und weichen den Flöckeleien aus, die wir danach ein schönes bisschen brutzeln und rums und jetzt... Flöckeleien, nicht den Sandbällen? Das sind die... Was habe ich dazu gesagt? Frötzeleins. Sind Frötzeleins. Gehst du da... Flöckeleien. Ja, genau. Und hoch hier wieder. So, sehr schön. Jetzt kommt er mit granatenstarken Erfindungen. Zuck. Zuck, zuck, zuck und... Habe ich ihn getroffen? Nein, habe ich nicht. Warum habe ich ihn nicht getroffen? So eine Schweinekacke. Sauerei. So, das hauen wir hier ab. Und nochmal hauen wir ab. So, da wird er uns nicht treffen und... Was ist jetzt los? Mein Gott, das Zeitfenster ist ja total scheiße dafür. So, zack. Und zack und zack. Jetzt einmal... Nein! Uff. So, zack, zack, zack. Ja, spannend hier. Spannend! Was? Ja, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich habe es. Ich habe ihn total gefickt. Gerade. Oh, ich hab ihm so richtig meine Kams ins Maul reingejagt. Hier, er schluckt und spuckt nicht. Aha. Ach, das wirklich hier. Bei einer kinderfreundlichen Spielserie. Ach, so kinderfreundlich ist das Spiel nicht. So, zack. Nein, dicke Bomben, dicke Dinger. Oh, und komm hier, voll ein volles Pfund aufs Maul. Komm, zack, zack, zack. Yes, yes, yes. Ich kann es noch, ich kann es. Ich hab's zwar, glaube ich, jetzt anders gemacht als anders. Ich meine, als eben, als Thomas anders, aber. Wuga! Wuga! Ich habe ihm gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich habe diesem Boss gezeigt, was ich beim letzten Mal auch geschafft habe. Ja, klasse. Also, da hättest du jetzt ein besseres Wortspiel bringen können, ganz klar. Was denn? Du hast ihm gezeigt, wo der Hammer, der Pfeffer wächst. Hä? Weil Pfeffer scharf ist und die Feuerblume ist auch sehr scharf. Ja, der war echt klasse, Kommentator. Ja. Wissen die eigentlich mittlerweile, dass du der Kommentator bist? Jetzt wisst das jedenfalls. Das ist der Kommentator. So. Da soweit nicht fertig. Oh, das Lied aus Eis von Eis und Feuer Teil 2. Oh Gott, ich habe gerade gehabt. Ich hab Teil 1 noch nicht gesehen und war nicht mal dabei. Wie unfair. Ja, das kommt dann ja bald hier. Prinz, launischer Prinz Fictus. Oder wie war das? Keine Ahnung, egal. Oh, scheiße, an den habe ich scheiße Erinnerungen. Oh Gott. Oh, ich mag den Bosskampf auch nicht. Aber egal, den habe ich ja gerade auch geschafft. Also den Bosskampf gerade vorher, den habe ich ja auch irgendwie hingekriegt. So.
Oh Gott. Oh, hier kann man viele Dinger einsammeln. Oh, ich mag es, wenn man Dinger sammeln kann. So, sehr schön. Diese Plattform fährt. Nein, sie singt. Ah, sie singt ein Lied. Aber findest du nicht, sie singt. Kannst du ab und zu mit Dingern übertreiben? Was? Meinst du nicht, man kann es doch ab und zu mit Dingern übertreiben, wenn man so sau viele Dinger hat, die man einsammeln kann? Wie für, ach, sie singt, wir sinken. Wir, ich meine, sie singt, dass sie wir sinken. Und, ja. Oh Gott, Moment, ja. Da konnte man da nicht. Ui, Tiffy. So, ich muss mich gerade ein bisschen auf meine Skills hier konzentrieren und darüber gehen. Und das will schon was heißen, wenn er sich auf seine Skills konzentrieren muss. Ja, weil andere schaffen das, ohne sich zu konzentrieren. Schwierige Probleme. Nein, verdammt, das war haarscharf, arg. Verdammt, ich habe mein Ding verloren. Verdammt. So. Und jetzt kann ich mir ein anderes Ding holen gehen. Scheiße. Hey. Wenn ich denn da noch lebend hinkomme. So, erstmal holen wir uns das Wölkchen. Oder? War das jetzt nicht gut? Egal. Was? Lebenspunkt, sehr gut. Awesome. Lebenspunkt. Wolke holen. Leben. Zwei überleben. Nach dem Lebenspunkt holen wir uns das Leben. Und nach dem Leben, nach dem Lebenspunkt holen wir uns noch mehr Lebenspunkte. Kann ich jetzt eigentlich skaten? Nein. Was ist das Kacke? Ach egal, scheiß auf die Wolke. Ich hab gesagt, scheiß. Kannst du mal aufhören, da zu tickern, du Bastard? So. Ich liebe es zu laufen. Mein Gott. So. Du bist getroffen, Chevy. Das hab ich gehört. Was? Ich sehe das mit dem Treffen nicht unbedingt, aber ich hab's gehört. Shit. Shitagabots. Weiter. Und zuck. Und. Oh, ausweichen. Awesome. Ausweichen. Kannst du das Ding mal kaputt machen? Danke. Kannst du das Ding mal einsammeln? Danke. Hui. Haha. Ich wollte gerade schon sagen, habt ihr gesehen, wie Freunde besorgen? Wie, was, wo? Naja, Mario konnte ja Wünsche erfüllen. Dann habe ich gefragt, ob er uns eine Freundin besorgen kann, aber passiert ja nicht. Sicherlich, ne? Der gibt was von. Nein, der Chimp! Der Chimp! Der gibt was von Peach ab. Hallo! Erinnerst du dich noch an mich? Ich war. Wie wär's mit einem Eislaufspiel? Triffst so viele Buis wie möglich. Nenn dich aber von dem Donning nach. Natürlich! Und wenn du nächsten Punkt oder mehr erreichst, gebe ich dir diesen Stern. Wenigstens keine Banane. So, das ist das gleiche Spiel aber wie vorher. Aber eine Banane wäre Donkey Kong 50. Na, es ist aber kein Donkey Kong. So, das ist das gleiche Spiel wie vorher auch. Es ändert sich quasi nichts, außer dass man 100 Punkte mehr sammeln muss. Und mal sehen, ich werde wieder sowas von failen, das weiß ich jetzt schon. Beim ersten Mal gefehlt? Nein. Oh Gott, ich fahr rückwärts. Ich meine, ich kann rückwärts einparken. Und, oh nein. Oh mein Gott, Mario macht den Moonwalk. Ja, den Moonslide. I believe I can slide on the moon. Scheiße. Oh Gott, schaffe ich das noch? Wird es scheiße? Nein, er wird es nicht. Oder? Oh Gott, sammel die 50. Ja! Wow! Im ersten Versuch. Wow, 360 Punkte. Ich glaube, du hast allen erstes Mal einen Highscore geschlagen. Endlich. Ein mir würdiger Rival. Der dir beim Auslaufen zusehen, dass du mal langsam Baustein werden. Ja, er kann sich nicht gut artikulieren. Ich frage mich ja, was der auf dem Kopf hat. Ist das eine geschälte Banane, die er sich da reingesteckt hat? Hey, Schatzi, ich hab dich lieb. Pomp. Oh, das Pomp kam genau zum Moa. Okay. So, das Leute, ist und an dieser Stelle jetzt ein Applaus, einen fetten, dicken Applaus für den Final Messenger 13, der so episch dieses Eiskunstlauf-Skill-Ding abgezogen hat. Los, jetzt sofort! Okay, weiter geht's. Oder? Nein, ich beende mal die Aufnahme hier und schneide beim Failen das überschüssige Failen raus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn's wieder heißt, Let's Play Super Mario Galaxy 2 mit mir, dem Kommentator und meinem Gast. Dem lilanen Honctus Erupticus. Bis dann. Ciao. Genau.